So, hallo und herzlich willkommen hier zurück wieder bei Carbonite Gaming mit einer neuen Folge von Transport Fever 2. Wir haben echt Schotter auf dem Konto mit 2,6 Millionen. Und wir wollen dieses Geld investieren, um Friedland in Niederlausitz jetzt endlich mit Treibstoff zu versorgen. Ich meine, wir sind im Jahr 1911. Die mobile Revolution hat eingesetzt. Das Ford-T-Modell läuft mittlerweile in Amerika vom Fließband. Und auch unsere Mitbewohner hier in Brandenburg wollen natürlich von diesem neuen Tuff-Tuff-Automobil profitieren. Und dafür brauchen wir Treibstoff. Und daran soll es hier nicht scheitern. So, wir fangen mal als allererstes damit an, dass wir den Bahnhof hier umbauen. Das können wir aber sogar im laufenden Betrieb machen. Denn wir ergänzen jetzt in Friedland an der Niederlausitz, ergänzen wir einen Güterbahnhof. Und das Ganze machen wir so, dass wir hier ein Güterterminal ransetzen. Ja, genau, wie machen wir das jetzt am besten? Also hier kommt auf jeden Fall ein Güterterminal ran. Der soll ja hier rankommen. Dafür müsste aber hier dann. Will ich die Gleise aufteilen? Nee, eigentlich will ich die Gleise zusammenlaufen lassen. Das heißt, wir bauen hier praktisch einmal Gleise hin. Machen es aber schon mal ein bisschen länger, weil ich kann euch versprechen, der Güterterminal, der braucht mehr Platz. Und dann kommt die Güterplattform hier in die Mitte. Und dann kommen noch mal Gleise hier außen ran. Und dann brauchen wir Gütergebäude mit Straßenzugang. Ja, sieht doch ganz schnuckelig aus. So. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist hier das ganze Weichenvorfeld umzubauen. Das hat noch ein bisschen Arbeit kosten, aber das können wir hier so ein bisschen aufteilen. Kommen wir hier aus so einer Kurve raus. Das kriegen wir dann schon hin. So, damit das dann hier auch funktioniert, brauchen wir natürlich noch einen entsprechenden Terminal. Und damit der uns hier nicht im Weg ist, bauen wir den jetzt mal, weil hier müssen ja die Passagiere nicht langlaufen. Bauen wir den jetzt sozusagen einfach genau gegenüber. So. Genau. Dann gucken wir uns einmal an, wo der Treibstoff hin soll. Und zwar hier nach vorne. Und hier haben wir jetzt noch gar keinen. Also das ist ja hier Werkzeug, das muss natürlich nach hier hinten, das ist klar. Aber das heißt, wir werden hier mal ein extra LKW-Terminal auf jeden Fall hinbauen. Und zwar bauen wir den am besten hier so hin. So. Die Abzweigung nicht. Das ist hier Friedland Bahnhof LKW Terminal. Nicht Feiertland. Friedland. Und dann kommt eine neue Linie und da geschickt. Das seht ihr schon. Okay, der fährt dann jetzt hier einmal lang. Gut, soll er machen. Deswegen, ich dachte, der wendet hier. Können wir aber auch provozieren, indem wir. Eigentlich will er nicht, dass der sich hier auch noch mit einmischt. Das heißt, wir bauen hier mal einen Wegpunkt. Und zwar hier hin. Und dann. Okay. Und dann sagen wir der Linie, die dann da heißt Treibstoffanlieferung, dass sie doch bitte nach Caron-Duval-Straße hier auch nochmal einen Zwischenstopp macht. Genau, und dann bewendet sie jetzt hier und ist nur auf der Strecke mit unterwegs. So. Sehr gut.
Dann kaufen wir jetzt hier ein paar Cargos. Erstmal 4. Und setzen die auf Treibstoffanlieferung. Dann stellen wir das auch hier wieder so ein, dass die am LKW-Terminal warten, bis sie vollgeladen sind, damit sie dann nicht sinnlos in der Gegend hin und her fahren und eben unnötig Emissionen erzeugen. So, jetzt haben wir hier sozusagen schon mal den Güterbahnhof fertiggestellt. Jetzt machen wir das gleiche hier in der Treibstoffraffinerie. Das heißt, wir bauen einmal einen Güterbahnhof, und zwar einen Kopfbahnhof mit 160 Metern. Wir brauchen nur ein Gleis, weil das ist ja, hier wird dann nur Treibstoff abgeholt. Das bauen wir dann hier hin. Das ist jetzt hier connected mit allem. Kann dann also hier direkt auch den Treibstoff abziehen. Und dann brauchen wir jetzt nur noch eine Bahnverbindung, die hier rüberführt. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir sie nicht doch vorbeiführen. Dann da einfach ranführen, weil dann brauchen wir die Gleise nicht miteinander verbinden und vermischen. Das hatte ich vorhin in den Tutorials was gesehen, und zwar kann man mit M und N hier einfach Tunnel bauen. Okay, nee, kann man nicht. Gut. Jetzt ist ja hier praktisch die schon ein bisschen in den Berg eingelassen, die Strecke. Das heißt, wir könnten das hier zu unserem Vorteil nutzen und könnten von hier oben eigentlich langkommen. Wie ist das doof? Die Strecke hier rüber zu führen. Weil das wird dann eine ganz schön enge Kurve. Aber eigentlich ist das auch egal, weil wir brauchen hier sowieso nur eine einspurige Strecke erstmal. Alles nicht so leicht. So. Also die muss auf jeden Fall nicht elektrifiziert werden. So weit sind wir definitiv noch nicht. Und dann ist der Plan, sie jetzt hier auch nicht zu nah ranzuführen. Man kann übrigens dann mit Shift sie sehr, also freisnappen. Ah, guck mal an. So kann man in der Mitte die Strecken nach oben und nach unten absenken. Ah. Okay, das ist natürlich schon cool. Das ist hilfreich. So, wir machen es jetzt hier ein bisschen steiler. Und wollen jetzt hier eine Brücke bauen. Genauso. Und die können wir dann aber gerade lang gehen lassen, weil genauso. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit der Steigung. Und die Idee ist jetzt, dass wir es praktisch einmal hier rumführen. Und da wollen wir natürlich aber auf ungefähr 'Runtergehen, so. Genau, jetzt sind wir hier auf dem normalen Niveau. Jetzt können wir dann sozusagen hier die Strecke lang führen. Jetzt sehen wir, wir kommen auch schon wieder in einem ganz blöden Bogen an. So, wir wollen ja die trotzdem 120 bestehen lassen, so. Gucken, ob wir jetzt hier eine vernünftigen. Ja, okay, 115 ist auch in Ordnung. So. Jetzt haben wir hier die eine Strecke fertig. Ich lasse jetzt mal das andere Gleis. Oh, Benz. Der Benz ist da. Sehr gut. Das ist eine wichtige Entwicklung. Der wird uns jetzt für lange Zeit begleiten.
weil ja jetzt für die mindestens nächsten 20, 30 Jahre mit das beste Kfz bleibt, was wir kriegen werden. Und mit 40 km/h doch auch schon deutlich schneller unterwegs ist als zum Beispiel die anderen planen mit 18 km/h, 25 km/h. Das macht einen deutlichen Unterschied. Aber das gucken wir uns dann gleich an. Da können wir jetzt auf jeden Fall einige Linien deutlich optimaler gestalten und doch dann weniger Fahrzeuge da einsetzen und wir dann eine höhere Effizienz haben. Genau, so, das, was wir jetzt natürlich hier brauchen, ist in irgendeiner Form eine Eisenbahn, die wir da draufsetzen können. Und jetzt haben wir hier natürlich hier das Problem, dass wir jetzt hier keinen separaten Zugang haben oder beziehungsweise kein Depot haben, das wir da festsetzen können. Jetzt muss ich mal gucken, was kostet denn so ein Zugdepot eigentlich. Ja, okay, 30.000 kann man in Kauf nehmen. Und das setzen wir jetzt dann praktisch. Nee, nicht B. Das setzen wir jetzt dann einmal hier mit dran. Und dann praktisch fast ins Vorfeld. Oh, einfach so. Oh nein, eigentlich, aber gut. Und dann nehmen wir hier die Gleise ran und lassen die einfach drauf führen. Natürlich noch ein Signal ran, damit man sich hier nicht auf den Keks geht. So. Und dann brauchen wir eigentlich nur einen Zug hier einsetzen, der uns dann den Treibstoff von Friedland nach, also vom Dings da. Na, ihr wisst schon. Mein Gott, ne? Reden und gleichzeitig bauen, das ist echt nicht so mein Ding. So, wir haben die Linie fertig für den Zug. Und dann bauen wir jetzt einen Zug, der nur den Treibstoff rüber schafft. Der wird nicht besonders effizient sein, aber der bringt uns halt hier deutlich mehr Bewohner nach Friedland. Und das ist ja unterm Strich dann das, was wir wollen, weil im nächsten Schritt werden wir hier unsere Transportverbindung der Personenzüge einmal upgraden. Und auch hier die ganze Infrastruktur in Friedland mal ein bisschen up-to-date bringen. Und genau, das heißt, wir werden uns jetzt mal hier ganz schwerpunktmäßig auf die Industrie in Friedland und Hohenfino neu konzentrieren. So, und jetzt wissen wir, dass Friedland auf jeden Fall mal irgendwie 52er Bedarf hat. Ja, das heißt, wir brauchen irgendwie 60er Kapazität. Das sind jetzt hier dann also 6 Wagen. 2,9 Mille, das ist schon ganz schön teuer. Was haben wir denn hier so an Lokomotiven, die wir dafür nehmen können? 50 km/h. Na gut, 80 schafft es sowieso nicht auf der. Dann die 200 kW, 450 kW, 1000 kW. Kostet aber 3,7 Millionen. Die kostet mit 28.000. Kick mal, die hat sogar mehr Power hier. 213 kW, fährt aber nur 40 km/h. Ist aber. Die hat nicht so viel Zugkraft. Ach, come on, wir nehmen die. Dann können wir hier noch ein bisschen zusätzlichen Cargo anbauen. 63er Kapazität. Go for it. So. Anlieferung ist natürlich falsch. Sagt aber auch nichts. Ist eigentlich nur Treibstoff. So. Ja, und die hat natürlich gerade überhaupt gar keinen Treibstoff hier vorliegen, weil die ganzen Fahrzeuge hier gerade unterwegs sind. Aber sobald wie die jetzt hier Treibstoff liegen hat, geht es jetzt direkt los. Mit 33 bzw. 34 wird natürlich nicht viel passieren. Deswegen werden wir jetzt hier die ganze Linie einmal optimieren. Und damit fangen wir an, dass wir uns hier einmal die Straßenfahrzeuge schnappen und die einmal überarbeiten. Und zwar ersetzen durch. Die hat nämlich jetzt eine 7er Kapazität statt einer 5er und fährt 40 statt 25 km/h.
Ihr seht also, das ist ein absolut krasses Upgrade und wir müssen unterm Strich alle unsere Fahrzeuge auf dieses Niveau bringen. Ansonsten ergibt das keinen Sinn. So, dann werden wir auch hier für Öl einmal die Fahrzeuge umbauen. Zack. Und müssen dann vermutlich für die ganze Strecke hier noch ein bisschen mehr investieren. Wir brauchen zweimal Rohöl. Und wenn wir jetzt einmal hochrechnen, wir haben einen Bedarf in Friedland von 48, lass mal 60 Treibstoff nehmen. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Rate von 120 Rohöl. Jetzt gucken wir uns mal an, was liefern die? 92, da brauchen wir also auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Fahrzeuge. Und wir nehmen mal drei, setzen die mal mit drauf. Und dann sollten die jetzt hier genau zusätzlich rausrollen. Und auf der Landstraße schaffen sie auch genau maximal 40 km/h. Ja, das sind unsere neuen Benz Boys, die jetzt schon in einem sehr neumodisch anmutenden Fahrzeug hier also durch die Gegend rollen. Zumindest mal schon mal Doppelreifen auf der Hinterachse, um dem ganzen Gewicht Rechnung zu tragen, was die hier also auch durch die Gegend karren müssen. Und ja, die Raffinerie ist jetzt, oder die Ölquelle ist natürlich hier jetzt voll am Rumsprudeln. Die ballert immerhin 400 Öl raus, also 400 Rohöl. Wir können also hier bis zu 200 Treibstoff produzieren, bevor uns hier die Puste ausgeht. So, hier stapeln sich jetzt ein bisschen die LKWs. Die warten jetzt natürlich darauf, dass sie mit dem entsprechenden Öl weiterfahren können. Ah, das sieht jetzt hier auch ganz gut aus. So. Ja, es klappt nicht mit Anklicken. Wir gucken jetzt mal. Jetzt hier eine Rate von 157. Das reicht allemal aus, um hier vernünftig eine Produktion aufzubauen. Jetzt müssen wir gucken, dass hier Öl auch genug hat. Ah, das reicht noch nicht. Das würde sich jetzt hier nur stapeln. Das heißt, hier müssen auf jeden Fall nochmal zwei zusätzliche Fahrzeuge dazu. Und dann haben wir hier jetzt auch mit sind zwei zusätzliche Fahrzeuge, die jetzt also auch Öl abtransportieren. Und jetzt sieht man hier also schon, jo, das geht jetzt hier gut ab. Das Öl stapelt sich und die Raffinerie baut sich auf. Wir haben jetzt hier eine Produktion von 63, 64, 65. Perfekt, denn das reicht allemal aus, um jetzt hier auch den Bedarf an Treibstoff für Friedland zu decken. So. Der Zug ist jetzt hier ungefähr so halb gefüllt. Das heißt, damit sind wir auch erstmal sehr gut aufgestellt. Ihr seht, die ganze Linie an sich macht erstmal fettes Minus, weil der Zug ist natürlich recht teuer. Aber gut, das investieren wir jetzt, weil wir halt, wie gesagt, erwarten, dass in Summe jetzt hier auch die Anzahl der Einwohner in Friedland steigt. Und das sehen wir jetzt hier ja schon. Das Ziel sind 184. Der Pfeil zeigt nach oben. Und mit den zusätzlichen Versorgungen von Treibstoff wird das Ziel auf jeden Fall noch deutlich höher sein und wir haben wieder mehr Fahrgäste. So, dann wenden wir uns jetzt einmal hier der ganzen Optimierung der Werkzeugversorgung zu. Wir sehen ja, hier sind wahnsinnig viele Fahrzeuge unterwegs und zwar alles noch Pferdegespann, beziehungsweise zum Teil dann auch, ja. LKWs, die dann hier, ich weiß gar nicht, welche Route genau sie bedienen. Ach ja, okay, die. Holz, glaube ich, ne? Machen die Holz? Ja, genau. Holz, okay. Und hier auf der Holzlinie haben die eine Rate von 200. Und da können wir uns jetzt mal gleich angucken, wenn ich das jetzt hier einmal switche, alle Fahrzeuge, gucken, ob ich das überhaupt leisten kann. Zu Rungen-LKWs. Die können jetzt nämlich sogar 8 Balken oder 8 Holzbalken transportieren. Haben dadurch nochmal eine deutlich höhere Effizienz. Und dann tauschen wir die einmal aus. Und damit haben wir dann jetzt auf einmal auch ganz schlagartig nicht mehr eine 200er Rate, sondern eine 321er Rate. Also da seht ihr, das ist ein wahnsinniger Effizienzvorsprung. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich dafür sorgen, dass hier die Pferdchen irgendwie auch geupdatet werden. So. Das heißt, auch hier, die wollen wir austauschen gegen Rungen-LKWs. Das kostet 1,9 Millionen.
Wohlwissend, dass wir es eigentlich nicht mit allen machen müssen, denn wir sehen ja auch hier, dass wir eine deutlich höhere Effizienz haben und hier gar nicht alles abgeholt wird. Aber wir können hier theoretisch bis zu einer Rate von 400 hochgehen, weil das ist halt das, was hier der Wald zur Verfügung stellt. Und genau. 360 haben wir jetzt. Viel fehlt also nicht mehr. Ganz im Gegensatz wird jetzt hier das Sägewerk natürlich in der Produktion weiter hochfahren. Wir versenden aber noch nicht genug, weil wir maximal 100 liefern können an hier unsere Werkzeugfabrik, weil Friedland einfach auch noch nicht mehr als 100 abnimmt. Ja. Erst wenn Friedland hier mehr als 100 Werkzeug abnimmt, dann kommt sozusagen die Werkzeugfabrik hier auch aufs Next Level und dann würde auch hier das Sägewerk seine Produktion hochfahren, aber da sind wir halt noch nicht. So, das heißt, unser Ziel ist es, jetzt erstmal hier die Versorgungsroute von Brettern fürs Sägewerk auszubauen. Das ist jetzt die Frage, wie wir da am besten vorgehen. Weil die können ja hier praktisch, sind ja nicht nur doppelt so schnell, sondern können auch doppelt so tragen. Also ich glaube, wir können mal davon ausgehen, dass wir in Summe, wir haben hier 20 Fahrzeuge. Also wir müssten wahrscheinlich nur 10 tauschen. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Eigentlich müssten wir vielleicht sogar nur 8 tauschen. Können wir uns aber auch nicht leisten. Kostet 776. Müssen wir also noch kurz warten. Weil nicht nur können die doppelt so viel transportieren, sondern die sind auch noch doppelt so schnell. So. Das heißt, wir brauchen also keine vollen 20 Fahrzeuge, sondern uns reichen eigentlich 10. Dadurch, dass die jetzt aber allein schon von der Kapazität, dadurch, dass sie ja dann aber, weil die 8 transportieren können, dadurch, dass sie aber auch nochmal 40 km/h schnell sind und nicht nur 20 bzw. 18, wie hier die Pferdekutschen. So, jetzt müssen wir mal kurz Pause machen. Brauchen wir wahrscheinlich sogar nur 8. So, ich tausche die jetzt einmal um. Und dann nehmen wir dies. Das, 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 das. Das. Und verkaufen die. So. Dann haben wir jetzt mal kurz eine Unterbrechung. Aber wir sehen ja auch, wie sich es schon stapelt. Schaffhausen. Friedland Sägewerk LKW Terminal. Auf jeden Fall mal vollladen, was nicht mehr geht. So, die sind jetzt hier natürlich alle gerade unterwegs. Und liefern jetzt hier die 4 Bretter ab, die sie geladen haben. Die sind ja noch nicht vollgeladen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir uns jetzt hier die Linie angucken, Bretter. Jetzt haben wir eine Rate von 104. So. Und das ist halt das, was ich meine. Das Sägewerk produziert maximal 100. Und damit sind wir nicht mit meinem Gefühl sogar echt gut unterwegs gewesen. Weil genau diese Rate wird jetzt auf jeden Fall auch abgeholt. So. Weil der kann jetzt hier sich 8 Bretter einverleiben. Der holt sich auch 8. Und die sind jetzt auch relativ zackig unterwegs. Und dann sind schon die nächsten 2. Das muss ich natürlich jetzt ein bisschen austarieren. Aber mehr als 100 Bretter gibt es aktuell sowieso noch nicht. So, und da sehen wir auch hier, selbst wenn das Lager hier volle Kanne gefüllt ist und ja, die hier also wirklich auch mehr produzieren wollen würden, geht es halt nicht, weil die Werkzeugfabrik einfach noch nicht genug abnimmt. So. Okay, das heißt also hier, die Bretterroute läuft wieder mit einer Rate sogar jetzt von 132. Das heißt also sogar deutlich mehr Bretter, als wir produzieren können. Jetzt sehen wir aber hier, wir haben Stau, weil hier unsere Pferdefuhrwerke, die jetzt die Werkzeuganlieferung machen, das Ganze hier deutlich behindern. Und ja, so machen wir das jetzt hier, das ist genau das Gleiche. Das heißt, wir schnappen uns hier die Fahrzeuge. Wir sehen, wir haben 13 Fahrzeuge. Das wären also 6. Wir müssen also nur 6 Fahrzeuge hier umwandeln. Gucken wir mal, wie sieht's aus. Brauchen wir 582. Dann versuchen wir es mal mit einem weniger.
nehmen mal die und schmeißen die anderen hier raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verkaufen die. Haben natürlich keinen großen Restwert mehr. Und dadurch sind wir jetzt hier auch schneller, was diesen Weg angeht. Ah, und ja, die Friedland ist schon mal auf 227 Einwohner angewachsen. Das ist ein deutlicher Sprung nach oben. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass hier der Bedarf an Werkzeugen deutlich steigt. Und diesen Bedarf wollen wir auf jeden Fall auch versorgen. Ja. Muss ich mal gerade gucken, weil die Werkzeugfabrik ist hier ja noch im Versand bei 50 hängen geblieben. Das kann dann eben unter Umständen daran liegen, dass man den LKW-Terminal ungünstig platziert hat und dann nicht an alle rankommt. Genau, wir sehen jetzt zum Beispiel, okay, der LKW-Terminal ist relativ weit vorne gesetzt, obwohl das Versorgungsgebiet eigentlich hier hinten ist. Das heißt, wir machen jetzt einmal Pause. Und das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist halt wirklich etwas, was ich sehr feier bei Transport Fever. Okay, der lädt jetzt gerade aus, den lassen wir noch ausladen, sonst ist er wahrscheinlich verwirrt. So, jetzt machen wir kurz Pause. Weil wenn ich jetzt diesen LKW-Terminal hier wegnehme, dann sagt mir das Spiel, Achtung, Route. Ich weiß jetzt nicht, wo die Route hinführen soll. Wenn ich dann jetzt aber einen neuen LKW-Terminal setze, zum Beispiel hier hinten, dann sagt er, ah, okay, das ist wahrscheinlich der neue und setzt die Route einfach dann dahin. So. Und damit haben wir dann jetzt hier das LKW-Terminal besser in die ganze Werkzeuggegend gebracht. Und jetzt hoffe ich, dass wir damit dann auch eine bessere Versorgung erreichen. So, und hier haben jetzt eine Rate von 59, das ist ein bisschen wenig. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall nochmal zwei zusätzliche. Oh, ehrlich? Achso, ne. Mit Minus auf dem Konto geht das natürlich nicht. Okay. Mein Kontostand rastet schon wieder aus hier. Oh, wir haben gut investiert. Aber der Wert steigt ohne Ende. Das ist ein schöner Trend, oder? Wir haben jetzt in Summe sogar schon 10 Punkte. Ich weiß auch gar nicht genau, wie die Punkte sich berechnen. Ja. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was bisher so eure maximale Punktzahl war, die ihr erreicht habt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Warum geht der Versand hier so radikal runter? Verstehe ich nicht. Das ist mir ein echtes Rätsel. Wir haben Bedarf von 72 Werkzeug. Und irgendwie bricht mir hier gerade der Versand ein. Könnt man hier ruhig warten, bis ihr vollgeladen seid. Das ist mir sonst ein bisschen sinnfrei. So, genau. Die haben jetzt hier also schön die Bretter abgesammelt und warten jetzt immer, bis die voll sind. Und damit haben wir jetzt auch hier eine schöne Verteilung. Was überhaupt nicht funktioniert, ist hier der Versand mit den... Die geht auch immer wieder runter.
Irgendwas haut hier nicht hin. Irgendwas funktioniert hier gerade gar nicht. Hier ist Werkzeuganlieferung. 100%, 0%. Ja, jetzt verschwinden natürlich hier die Gebäude. Was total doof ist. Weil die Einwohnerzahl runtergeht, weil wir nicht mit Werkzeug versorgen. Aber wir könnten ja mit Werkzeug versorgen. Die produziert jetzt gar kein Werkzeug mehr, ne? Ach! Ich bin ja doof. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe Rungenfahrzeuge genommen. Und Rungenfahrzeuge sind natürlich nicht für Werkzeug geeignet. Ja, da muss man arg aufpassen jetzt bei den Fahrzeugen, wo sich das dann ändert. Weil dadurch die Linie ja sozusagen gestoppt wird, weil die Linie kann nicht bedient werden. Und jetzt müssten wir sehen, wie dann jetzt hier gleich wieder Werkzeug auch produziert wird. Genau, jetzt geht auch der Versand wieder hoch. Oh, Mann. Wie peinlich, dass mir sowas passiert. Unangenehm. Naja, komm vor. Hey, du. Ja, also wie ihr seht, der Versand von Werkzeugen nach Friedland erholt sich wieder. Mal diese Fehlersuche dann, wo man dann erstmal eintauchen muss. Ganz schlimm sind auch Signalstörungen, wenn dann irgendwas nicht ganz klar ist. Das ist manchmal auch echt nervig. Aber jetzt, wo wir das hier zusammengebastelt haben, dann haben wir jetzt also Friedland hier vernünftig mit Werkzeugen und Treibstoff versorgt. Hier kommen jetzt fleißig die Züge an. Oh, es füllt sich langsam, 31 von 45, sehr gut. Und jetzt sollten wir hier auch bald wieder sehen, wie die Versorgung der Stadt mit Werkzeugen nach oben geht. Hier sind sie jetzt auf jeden Fall wieder fleißig unterwegs. Hoffe ich jedenfalls. Genau, um Werkzeug abzuliefern. Das muss natürlich jetzt erstmal alles wieder in Schwung kommen, aber wir sehen hier, oh, das wird schon wieder deutlich besser. Und ja, dann werden wir auch sehen, wie sich die Stadt wieder erholt und der Bedarf wieder steigt und dann sieht das auch wieder alles ganz gut aus. Das Konto sieht auch super aus, wir sind jetzt bei 2,6 Millionen. Und das trotzdem wir eine neue Bahnlinie gebaut haben und hier auch die Infrastruktur aktualisieren. Und nachdem wir das jetzt mit Friedland gemacht haben in dieser Folge, bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wir werden uns in der nächsten Folge dann mit Hohenfino beschäftigen und das gleiche dort machen. Und dann schauen wir mal, dass wir dann im Anschluss, wenn die beiden Städte florieren und jetzt zum Beispiel hier in Friedland nochmal fast 40 Einwohner oder 50 Einwohner dazukommen, ich denke mal, wir werden uns so bei 250 dann einpendeln, wenn sich hier die Versorgung mit Werkzeug wieder erholt, dann ja, gucken wir mal, dass wir die Bahnverbindung aktualisieren, um hier also maximalen Profit aus diesem ganzen Industriegebiet Friedland Hohenfino rauszuholen. Ich danke euch fürs Zuschauen in dieser Folge und ja, freue mich einfach, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Tipps, Hinweise, Fragen oder ähnliches habt, lasst gerne einen Kommentar unten zurück. Und ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, darauf zu antworten. Bisher ist das alles noch so übersichtlich, deswegen kriege ich das auf jeden Fall hin. Und wenn ihr also irgendwelche Fragen habt oder ähnliches, dann werde ich die auch in den Videos beantworten, um ja da vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu erklären zu können. Lasst euch einfach überraschen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.